Ja, und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Foundation. Ja, eine Woche ist vergangen und weiter geht's mit unserem kleinen schicken Dörfchen hier. Mal ein bisschen die Geschwindigkeit hier hoch. Was haben wir gemacht? Wir haben letztes Mal unser Herrenhaus gebaut und unser Dorf überhaupt mal aufgebaut. Und dieses Mal wollten wir uns ja darum kümmern, dass wir eine Weizenfarm bauen und unsere sogenannte Produktion anfangen. Ich muss jetzt gerade mal hier gucken, wie das jetzt hier gerade verteilt abbauen wird. Machen wir mal hier so weg. So. Störung, Mausrad, war das genau. Zack. Wir wollen ja hier irgendwie so unsere Weizenfarm bauen. Oder die wollten wir hier bauen. Warte mal, wenn wir jetzt unser Forsthaus ist. Hier. Das ist unser Forsthaus. Wir sollten das hier aufforsten. Viel eher anstatt das. Naja, gut, okay. Hier könnte man eine Bäckerei hinmachen. Das würde passen. Müssen wir mal schauen. Ne? Also ich würde mal sagen, wir schauen mal, Weizenfarm. Weizenfarm, hier. Hier hätten wir ein Teil. Die kleine süße Ding. Die zimmern die hier einfach mal hin. So, ja. Was braucht man noch? Dann brauchen wir eine Mühle, eine Windmühle. Wo bauen wir die hin? Die ist aber auch nicht gerade groß, nicht gerade klein, ne? Hier oben ist unser Wohngebiet. Wäre natürlich jetzt auch nicht ganz so toll. Hier möchte ich eigentlich das Weizenfeld hin machen. Na gut, wir können jetzt ja einfach die Mühle. Wir platzieren die hier einfach hier neben. Dann sind halt die Bäume weg. Aber das ist schon okay. So. Da liegen die Segel. Die Mühle haben wir. Und dann. Achso, Anbau haben wir noch gar nicht. Na gut, da müssen wir jetzt warten, bis die kleine tolle Fette gebaut ist. Das ist alles. So, wie fahren wir? Wir haben zwei Baumeister. Gut. Ja, 6 Holzfäller insgesamt. Warum arbeiten die Holzfäller nicht? Wir haben 6 arbeitslose Dorfbewohner. Na, das wird sich gleich ändern. Das wird sich noch gleich ändern. So, hier haben wir eine Bäckerei. Bäckerei, wenn wir hier schön hier so platzieren. So. Oder? Jetzt ernsthaft, die hacken hier diese kleinen Bäumchen? Gut, okay, wir machen anders. Wir machen die hier. So werden wir sie hinbauen. Dann nehmen wir hier ein bisschen Aufforstung weg. Bin ehrlich. So. Weg, Forsthaus. Wir haben einen Förster. Gut. Okay. So, Zone weg. So, da hat man hier schneller die Bäumchen weg. Also am besten hier. Besser. So, warte mal, das priorisieren wir mal hier. Achso, okay. Gut. Werkzeuge sind da, Bretter sind hier noch da. Die Weizenfarm kann also gebaut werden. Hier schön. Turmbau zu. Babel. Wir hatten ja letztes Mal hier schon so ein paar Dinger gekauft gehabt. So mehr als wir uns eigentlich hätten leisten können. Oha, was ist mit unserem Gold? Aber wahrscheinlich, weil wir gebaut haben. Ja, doch, hier geht jetzt schon rapide jetzt runter wieder. Das Minus, ja. Zack, schon sind wir wieder am Plus. Baut hölzerner Wehrturm.
später. Ne? Bin ich ehrlich. Ja. Die Weizenfarm muss viel mehr priorisiert werden. Gebäude priorisieren, danke. Was bauen wir hier? Ach ja, die Bäckerei. Schön ja vergessen, ne? Mensch, ey, wisst ihr, wie lange das her ist, dass ich die platziert habe? Also mindestens anderthalb Minuten. Ja. Da erwartet ihr, dass ich mir das hier alles merken kann. Okay. Ja, die kleinen Büschis, die sind noch fleißig hier am Ernten. So, wir irgendwie haben noch genug Bären. Gut, wir brauchen dringend einen zweiten Marktstand. Wir müssen uns, also nicht müssen, aber ich würde das schon gerne hier kaufen wollen. Naja, vielleicht haben wir. Aber wo platzieren wir denn den nächsten? Ja, direkt bei der Bäckerei, oder? So, hier sind so ein kleinen Stand hin. Marken noch für dieses Stück. Gebäude liegt hier. Das sind alle Zielelemente wahrscheinlich. Ja, steht da Zielelement. Gut. Dann platzieren wir hier einen hin. Also denkt dran, Leute, die weiße Kugel zeigt immer die Position des Markthändlers an. Ja, so. Zu weit weg. Achso, die können wir nur nehmen. Das ist natürlich jetzt auch doof, ne? Dann platzieren wir den da hin. Ja. Egal. Passt schon so irgendwie. So weit ist denn jetzt hier. Oh, sehr schön. Pop, 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 pop. Erntefeld einzeichnen. Gut, machen wir hier erstmal so schön. So. Dann machen wir das. Also, der beste Weg, um zu testen, ja, wie viel Fläche man beackern kann. So, die Aufforstung, die muss hier auch weggenommen werden. Also das hier alles nicht durchtaucht von uns. Also das fällt mir gerade mal hier so auf. So, irgendwie haben wir das hier nicht so richtig durchdacht. Mit Aufforstung machen wir mal komplett weg jetzt hier. So. Und machen die Aufforstung hier. So. Zumachen wir das. Erntefeld ist eingezeichnet. So, die Bäumchen werden hier noch weggemacht. So gut. Ja, um zu testen halt, wie viel unsere drei Bauern hier, unsere zugewiesenen Bauern, wie viel Feld sie bearbeiten können, macht man das Feld halt riesig groß und lässt das Getreide wachsen und das Stück Feld, was dann halt nicht beackert wurde, das Erntefeld nimmt dann halt einfach wieder weg. Das löscht man und dann nimmt man das wieder weg. So, was ist mit der Mühle hier? Wartet auf den Baumeister, aber also Materialien sind more than enough da. Ne? Militärmission verfügbar. Oha. Was möchte er hier? Außer jetzt essen. Wir haben keinen Fisch. So, entsendet Soldaten zur Unterstützung des Königs. Aha. Lass mich drüber nachdenken, ist auch schön. So, die, nein. So, Einfluss. Okay. Gehen wir kurz mal hier von der Geschwindigkeit runter. Ja, hier war das. So. Fischerhütte. Wir bräuchten 20 Leibeigene, um die Fischerhütte dann sozusagen freizuschalten. Haben wir noch nicht ganz.
Monat 7, Woche 3, Tag 5. Na, bald können wir wieder. Sozusagen befördern. Zeigt jetzt auch die Sucht. Mensch, was brauchen wir denn? Bürgersicher. So, ah, komm, nehmen wir hier die Arbeiterschaft. Ja? Arbeiterschaft statt. Keine Ressourcen vorhanden. Hier mit den Status der Farm Ruhepause. Erntefeld haben wir eine Zeichen. Na gut. Aber wenn ihr nicht wollt, dann anscheinend, ne? Keine Aufforstungszone in der Nähe. Ah, jetzt sieht das schon mal gut aus. Aufforstung. Ja. Was hast du denn gedacht? Oh, kommen jetzt zwei Leute? Zwei neue Leute? Zufriedenheit 100% und? Zwei Bewohner, wir haben 10 Leute. Gut. Na gut. Mach denn dazu weit? Und wir verkaufen als nächstes Brot. So, schick. So, das hätten wir. Ah, naja, ein bisschen Gold haben wir. Ja, Alter, wird Zeit, dass die Bäume hier alle komplett wegkommen, ne? So, wie sieht das hier aus? Die können das hier sehr gut bewirtschaften. Okay. Alter, werden wir mal sehen, vielleicht mal, also es hat denn mehr Aussehen als Nutzen, aber man könnte ja halt auch so kleine Streifen, so kleine Ackerstreifen halt machen, ne, so wie halt auf dem Feld aussieht. Stronghold Crusader, Leute. Die Getreidefarm bei Stronghold Crusader, ja, einfach Ehre. Das könnte man zum Beispiel machen. So, Bäcker. So, Mehl haben wir nicht. Wasser haben wir auch nicht. Aber Wasser ist hier. Das können sie sich ja dann holen. Zack, da haben sie Wasser. Schön mit der Kiste hier hergetragen, ne? Hervorragende Sache. Okay. Stellt 4 Brot aus 1 Mehl her. Okay. Sehr schön. Die Bäume sind weg. Ja. Das Erntefeld werden wir hier mal ein bisschen reduzieren. Ja. Genau. Das wird dann nachher geerntet und dann ist gut. Okay. Die nächsten 3. So, Beförderung verfügbar. Noch 3 Tage. Bäcker, Bauer, Bergarbeiter, Förster, Holzfäller. Träger, Zimmermann. Die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe an Freischaltmöglichkeiten entsperrt. Danke. Sehr schön. So, dann können wir hier wieder hochgehen. Was haben wir denn hier als neue Freischalten? Dekoration. Ein Zierstrauch und ein Zaun. Gut, und bei Mauer haben wir hier ein Holztor. Das passt. So, Fischerhütte. Ja, bitte Sculpi. Erfahrung. Bürgerliche. Und ich bleibe. Okay. Gut. Also unser nächstes sind dann 20 Bürgerliche. Hallo. Da müssen wir dann aber erstmal für alles Mögliche sorgen. Ne? So, Fischerhütte.
Gebaut. Gleich noch eine Fischhalte hier. Eine richtig schöne Fischproduktion. Und noch eine. Bauen. Okay, also Leute, könnt ihr vielleicht mal hier das Ding priorisieren? Das wäre sehr freundlich von euch. Sonst funktioniert das hier nicht. Dann brauchen wir hier noch einen dritten Marktstand, der uns dann die Fische verkauft. Also für uns verkauft, ne? So, 30 von 50 Getreide. Das passt. Das wäre schön, wenn ihr bauen würdet. Machen wir mal so. 3 von 3. Oh, der Wertung ist fertig. Sehr nice. Okay. Ja, das müssen wir uns auch kaufen und dann müssen wir hier unbedingt. Ja. Wisst ihr Bescheid. Cimmeria wird umworben von Arbeiterschaft. Okay. Hört sich ein bisschen komisch an, wenn sie sich für die Arbeiterschaft so prostituiert oder so. Naja, gut. Ja. Okay, Brot sieht mau aus immer noch. Früchte 90. Okay. Müssen wir durch. Wir haben noch 9 Arbeitslose. Na gut, die 3 Fischerhütten werden fertig gebaut. Dann sind da schon mal 3. Wieder 3 Arbeitslose weg. Hier kommt da eine Windmühle. Kommt da noch mindestens einer rein. Hier haben wir 2 schon drinnen. Die warten natürlich. Ja, aber nichtsdestotrotz ist schon mal Brot im Regal. Und es ist Brot im Haus, Leute. Ja? Wollte ich nur mal gesagt haben. Wie sieht die Attraktivität aus? Nee, das wollte ich nicht. Hier. Das wollte ich. Genau. Okay. Dann machen wir eine Dekoration. Decoration. Eine dicke Decoration, you know? So. Bauen. Was kostet der eigentlich? Ah ja, die kostet uns irgendwie irgendeine Währung. Aber. Na gut, dann sind das nur 2 Gold. Was uns das kostet auch. Komm ich mit klar. Na, ihr seht ja, hier wird es dann auch ganz leicht ein bisschen mehr grün, ne? Passt schon. Umkreis Durchschnitt hoch. Die Häuser ineinander gebaut. Auch nicht schlecht. Ja gut, die sind halt sehr enge Nachbarn, ne? Ja, schön beim Berg, aber bei der Eisenmine denn nachher. Ne? Kommt ja, so kommen die Wohnhäuser hin. Toll. Ganz, ganz toll. So. Windmühle gebaut. Traverse. So. Bitte mal 2 Leute rein. Okay, ja, jetzt sieht keine Aufforstungszone in der Nähe. Ah, also. Ja. Was willst du denn von mir jetzt? Ja, dann reißen wir die Gebäude halt ab. So. Dann bauen wir ein Forsthaus. Könnte nicht sein. Hier, ne? Ah, Sägewerk. Forsthaus hier. Bauen wir das Forsthaus halt hier so hin? Hier ganz hinten. Bauen wir da hin. Aufforstung. Ja. Aufforstung. Das Häuschen hier hin. Hier kommt ein schöner Wald hin. Wunderbar. Hier sind nochmal Bären, da sind Bären. Okay, gut. Theoretisch könnten wir hier nochmal so eine Hütte hinbauen. Genau. Ja, machen wir so. Schnee gebaut.
bevor wir die 20 Gold nicht mehr haben. Ja, wir gehen doch schon wieder ganz schön viel aus hier, ne? So, lieber Bäcker, ja, guck mal hier, der Bäcker hier, jetzt arbeitet er. Da wird hier erstmal schön das Brot massiert. Schön. Ah, klar, sehr gut. Hier, unsere Produktion statt. Oh, 32 Brot haben wir schon. Hier wird alles angefangen, aber nicht zu Ende. Fick auch hervor. Gut. Anscheinend. So, 3 Arbeiter hinzugefügt. Jetzt haben wir noch 6 Arbeitslose. Gut. Wir verkaufen Brot und wir verkaufen Früchte. Das passt. So, unsere Dorfkirche fest, 40 Leute. Wir haben 45. Komplett reinstecken. So. Sind die schon beim Ernten oder? Nein, Erntefeld einzeichnen. Störung kleiner machen. Hätten wir auch. Gut, 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 gut. Oh, Fischer. Glück. Fischer zuweisen. Oh ja, hier sind Fische. Hier und hier. Fährt jetzt mit dem Boot raus. So, super. Der Fischer oder die Fischerin hat übrigens imaginäre Paddel. Ja. Die Paddel. Oh, hört ihr sogar die Angeln. Das ging aber schnell hier. 5 Fische. Okay. Cool. Ja, läuft, ne, würde ich sagen. Läuft, läuft, läuft. So, die sind hier auch noch bereit. Hervorragend. Brote. Brot. Fisch. So musstet. So, monatlicher Report. Marktplatz. 1800. Handeln minus 170. Unterhalt 1600. Nein. Ja, wir brauchen dringend noch einen dritten Marktstand. Ist ja klar. So, dann bauen wir doch gleich noch einen. Ist ja okay. Okay. Lass mir den mal bauen. Gut, Fischerhütten scheinen ja nicht so wichtig zu sein für die Dorfbewohner hier. Keine Ressourcen vorhanden. Ui. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Wo haben wir denn noch so ein Gebiet mit Busch? Da hinten und da hinten erst. Und hier. Naja gut, naja gut. Automatisch jetzt speichern, hervorragend. Also die Windmühle, das Fenster können wir mal schließen.
Die fest 50, also zwei Gebäude haben sie fertiggestellt. Naja, ja. Also ich habe jetzt schon drei Baumeister. Drei Stück. Und die Krieger schaffen das halt immer noch nicht. Ja, ne? Rohmaterialien fehlen. So. Wollen wir da jetzt nicht sagen, dass hier unter das Weizen hier laden? Nee, kann ja nicht sein. Ich kann nur so eingestellt. Über einen Weg müssen sie ja nur nicht unbedingt die Freigabe pflanzen, ne? Okay. Gut, 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 gut. Arbeiterschaft, ja. Gut, ihr habt 5 Einfluss gewonnen, okay. Das ist doch schon mal schön. Ihr baut weiter. Yay, hier wird weiter gebaut. Zack, Fischerin. Weiter jetzt. Okay, also Brot scheint da richtig gut zu laufen hier. Dann werden wir mal den Handel. Hier ist der Handel. Ressourcen, Brot, verkaufen bis alles oberhalb der Stückzahl verkaufen, alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Gut. Ja, Holz lassen wir mal. Kleine 100, 450, auch schön. Werkzeuge kaufen bis 15. Das passt soweit. Okay. So, das Fass, Kohle, Eisenerz, Glas, Schwert. Okay. Forsthaus gebaut. Gut, der Förster ist wieder da. Okay. Dritte Fischerhütte auch kurz vom kurz vor der Vollendung. Fisch sieht jetzt auch inzwischen richtig gut aus. Die Leute können wieder Beeren sammeln. Also die wachsen nach. Militärmission verfügbar. Nein, danke. Nein, danke. Okay. Gut. Okay, reinsam machen. Ah, die roden ganz schnell unsere Fische weg, ne? Kann nicht sein. Aber passiert. Wie zu machen. Schnell die hier weggefressen werden, die Bären, ne? Ihr könnt auch Brot essen, Leute. Fisch. Pasta. So, das ist Obst. Ach, das ist natürlich schade. Dann lassen wir das. Das Zelt. Wir erwarten schlechtes Wetter. Schade. Das Geld sieht momentan wirklich richtig mau aus. Wir haben zwar in Anführungszeichen nur ein Minus von 4. Aber gut.
Und schon wieder 8 Arbeitslose. Wenn ihr dafür sorgt, dass alle Dorfbewohner einen Arbeitsplatz erhalten und Zugang zu einem Arbeitsplatz haben, erhalten und wird dies sowohl eurer Wirtschaft als auch der Einwanderung zugutekommen. Ein Mensch nähert sich eurem Dorf. Belästigen Sie mal bitte nicht die junge Dame hier, ja? Herr Mensch. Das ist aber nicht gerade sehr freundlich. Und wer weiß, was sie noch hier im Schilde führen. Liefere 50 Bretter. Wir haben 150. Ja, muss mal schauen hier. Okay, nehmen wir einen Klerus. Zack. Erledigt. So, werden wir hier schon Missionen annehmen, ne? So, die Holze, das hat... Hier das. Oh, das brauchen wir natürlich hier. Das ist ja klar. So. So, dann aber das hier weg. Machen wir das größer hier. Klick. Der Baum weg. Der Baum weg. Okay. Sollen wir das hier so als Abbaugebiet machen? Das sollte passen. Das ist abgebaut hier. Dann kann das auch weg. So. Bisschen aufräumen, ne? In Ordnung muss ja, also kann ja ruhig sein. Okay. Das hätten wir. Ja, da sind doch die Bäume schon weg. Passt doch. Gut, hier die noch weg. Ja, was passiert denn hier mit unseren, hier und so weiter, Leute? Handel, Bären, kein Handel, so, weg. Als wenn die Leute nur Bären wollen. Kein Fisch und kein Brot. Was soll denn der Quatsch? Von 3 Händler. Ja, sie wollen halt nur Bären, ne? Und kein Brot, so wie das aussieht. Naja, gut, okay. Sind die ein bisschen doof? So, ja, ja, Brunnen habe ich. Keine Ressourcen vorhanden. Die Büsche, ne? Anscheinend. So, was ist hier? Stimmt was mit dem Abbaugebiet nicht? Müsste doch eigentlich passen soweit. Warum arbeitet ihr also nicht? Arbeitet 43 Monate von zu Hause. Ach ne, 43 Meter. Ich habe gerade frei. Mhm. Ja, das ist natürlich klar, ne? Das Lager ist komplett voll. Ja.
So, was haben wir hier? Holz, Bretter, Stein, Werkzeuge. Bauen wir noch ein Lagerhaus. Hausproduktion. Logistik, hier. Lagerhaus. Ja, wollen wir klar. Oh. Wollen wir hier ein Lagerhaus hin? So. Bin ehrlich. Wie sieht es beim Speicher aus? Der Speicher hat keine Bären mehr. Dafür aber umso mehr Brot. Hey. So, was brauchen wir jetzt, um die nächsten Gebäude freizuschalten hier? Milchhof produziert Milch. Käserei stellt 2 Käse aus 5 Milch her. Ein Gemein, also ein bürgerlich. Hopfenfarm, 20 bürgerliche. Brauerei. Produziert Hopfen. Okay. Produziert Bier aus 2 Weizen, 1 Hopfen und 1 Wasser. Aha. Mein Herr, wie vorhergesehen, fällt uns der Himmel auf den Kopf. Hoffentlich haben wir genug Lebensmittel gesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Hoffen wir, dass es schnell vorüber sein wird. Achso, da stand sogar da, was da... Okay. Also wenn wir einen bürgerlichen haben, könnten wir Milch und die Käserei machen. Das ist ja Wahnsinn. Die Frage ist aber, ob wir denn... Hey, Schäferei. Wolle. Stellt Stoff aus Wolle her und stellt Klamotten aus Stoff her. Benötigt ebenfalls einen bürgerlichen. Na gut, lassen wir mal kurz erstmal hier alles so, ne? Wie das hier so ist. Ja, wir haben hier Fisch. Die Bevorratung verhindert, dass Dorfbewohner gelagerte Ressourcen verwenden. Es kommt für größere Projekte oder Aufgabenhilfe hilfreich sein. Vergesst nicht, das auszuschalten. Nee, nee, fertig sein. Okay, ja. Gut. Die sammeln? Immerhin sammeln sie. Gut, aber sie kommen hier auf keinen Zweig mehr, ne? Die Frage ist halt, ob wir in einem Gebiet zu viel gekauft haben, aber würde ich jetzt nicht sagen. ...86 Brot. Und der Bäcker hat selber noch Brot hier drin, ne? Ja. Okay. Wollen wir das mal schnell? Gut, was haben wir hier? Steine. Fangen wir erstmal Steine an. Nochmal Steine, dann machen wir mal Steinblöcke. Ja, Bretter haben wir. Das nächste tue ich jetzt im Fass und Haushaltsbahn. Marmor brauchen wir nicht. Gut. Büsche sind wieder leer, schön fleißig abgefahren. Hier kommt ein Händler. Bringt er uns Gold? Gut, sehr schön. Nimm bitte viele Waren mit und achso, apropos Handel. Handelsrouten. Ja klar. Ah, der kauft uns den Fisch ab. Das ist gut. Bretter, der kauft Steine und Bretter. Honig.
Und besser. Gut, der kommt uns auf jeden Fall den Fisch ab. Gut. Weichhalten. Gut. Steine alles über 100. Das passt. Okay. Mal sehen, wie gut die jetzt mit dem Erntefeld hier klarkommen. Kriegen die das alle komplett ausgesät. Das war? Wollen wir doch veräppeln. Da wollte mir doch nicht sagen, dass das jetzt hier alles war. Ist ja doof. Nein, das steht ja schon da. Nee. Der Mensch kommt noch, ne? Da ist er. Gut. Wir haben schon wieder 11 Arbeitslose. Ist ja Wahnsinn. Gut. Ein Mensch nähert sich. Warum? Doch. Liefere 10 Werkzeuge zum Klerus. Boah, ne, ich halt alles nicht. Ah, okay, jetzt geht's hier weiter. Sieht er ja aber erstmal hier schön drauf in der Kirche, wa? Oder doch nicht? Hey. So, lassen wir das. So, dann ist das noch weg. Okay. Lager. Wie sieht das aus? Ah, so, wir bräuchten mal einen Träger. So, jetzt haben wir ein Plus von 46. Also. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Aber die wollen anscheinend keinen Fisch. 3 von 3 Markthändler, wir haben Fisch zugewiesen, Brot und Bär. Beförderung verfügbar. Nee, also das sehen wir uns dann für den nächsten Part auf, wenn wir denn unseren ersten bürgerlichen oder gemeinen machen. Dass wir denn da uns weiter dann vortasten und dann da dann weiterkommen. Ich würde... Steuern 50 Münzen pro Woche. Handel haben wir gerade 300 Münzen gemacht. Also der Typ, der da denn kommt und uns das Zeug abguckt. Hey. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser, wenn er anfängt, unseren Fisch zu kaufen. Marktplatz 2600. Unterhalt. 2200. Das ist ja Wahnsinn. Sparen wir mal für schlechte Zeiten. Ne? Und dann noch so ein bisschen unser Geld. Was können wir... Naja, wo? Wenn jetzt das Feld hier kommen, oder? Na, pass auf. Wir machen das. Wir machen das jetzt. Ja? Dann... Mine. Produziert Eisenerz. So. Klick. So. Ein Rohstofflager für Mineralerze und Edelsteine. Ja. Kommt es daran? Nee, das bauen wir da einfach so ran. Dann bauen wir das doch so. Oder Leute? Was sagt ihr? So, bauen wir das jetzt. Ein kleiner Kran, Zierelement, und ein Karren ist auch ein Zierelement. Der Karren, den... So. Pflanzen wir da so hin. Ja, und der kleine Kran, der kommt dann wahrscheinlich... Aha.
dahin. Nein. Ach ne, hier. 5 Bretter Wolkerteig. Der ist aber teuer. Muss angeschlossen sein. Klick. So, kostet uns insgesamt 30 Werkzeuge und 75 Bretter. Und 50 Jolt. Haben wir. Abflug. Wir haben 3 Baumeister, das Ding muss ja ratzfatz gebaut werden. So, wir haben noch 10 Arbeitslose. Die können wir. Also nur 54. Und unsere Kirche fest 60 Leute. Okay, das passt. Und hier bildet sich wieder so ein Weg. Auch schön. So ein kleiner Trampelfahrt, ne? Gib alles! Weg blockiert. Wo? Das zeig ich mir jetzt. Gut. Anscheinend also nicht. Selbst wenn, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, die bauen jetzt hier alles fertig. Dann heißt es jetzt warten. Warten, dass unsere Baumeister unsere Eisenmine für dich bauen. Sollen wir mit der Eisenproduktion anfangen? Produktion Schäferei, okay. War hier nicht irgendwie Militär oder so? Dekoration, Administration, Gottesdienst. Ressourcenproduktion, Logistik. Ah, okay, gut. Ressourcenproduktion. Dann brauchen wir hier so eine Köhlerei noch. Stellt Kohle aus Holz her. Oh, Holz haben wir ja noch. Stellt ein Eisen aus Kohle und 2 Eisenerz her. Und stellt ein Werkzeug aus eine Kohle und ein Eisen her. Da brauchen wir erstmal schöne 3 Gebäude. Fassbinderei stellt ein Fass aus 4 Bretter, ein Eisen und ein Werkzeug. Ey Junge, das geht da hier richtig ab. Da machen wir das dann hier richtig schön hier hin. So. Gut. Zeigen wir uns, ja, Attraktivität. Klick. Oha. Ah, das ist natürlich nicht mehr so lustig hier, ne? Für die Leute. Okay. Steinmetzhütte. Die kommt daher. Die wird auch gebaut. Und dann, ja, kein und dann. Und dann Dekoration. Dann verschönern wir hier das Ganze mal. So. So wird das gebaut. Ja. Ja, wenn das Ding dann fertig ist, dann hoffentlich wird das denn hier stärker attraktiv, das Gebiet. Mal das hier noch als Wohngebiet machen. Wohngebiet hier. So, naja, hier ein bisschen größer. Ja. Und dann könnt ihr euch hier auch noch schöne Hüttis bauen. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich gönne euch das. Wirklich. Ich bin ja nicht so. So. Das sollte dann hoffentlich reichen als Wohngebiet. Erstmal. Jetzt fehlen Stoffe. Dann Handel. Und kaufen, bis das Inventar ein Stück erreicht hat. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Oh, jetzt doch, ja, Brote scheinen die zu brauchen.
Jetzt scheint unser Getreidefeld wieder zu klein zu sein. Anscheinend. Hey. Ist nicht schlimm. Aufforstung, nehmen wir mal hier noch so einen Streifen weg. Und Abbau nehmen wir hier auch so einen Streifen. Ne, das lassen wir erstmal noch. So. Dann nehmen wir das hier noch alles weg und dann machen wir hier das Feld ein bisschen breiter. Okay. Ist das Ding fertig? Fast. Fast. Na gut. Hacke schneller! Ich will ein paar Arbeiter zuweisen. 10 Arbeitslose. Militärmission verfügbar. Nein. Mensch, nähert sich euren Dorf. Brauchen wir nicht, danke. Hui. Ah ja, Endspurt hier, ne? Wenn die Kerle das nicht machen, dann eben. 1, 2, 3, 4. Das hätten wir. Okay, gut. Das ist das Lager, kann 100 Eisen da so, ne, und so weiter. Gut. Dann Köhlerei. Gut gebaut. Dann Eisenschmied. Wird ja richtig krasse Industrie wie Leute. Sag euch. Du stellst uns hier dann schön die Werkzeuge her. So. Kostet uns 200. Das ist doch ein Schnäppchen hier. Wollte auch schon mal ehrlich zu hier. Schauen wir mal, ob wir da die Tablet noch irgendwie bekommen. Bis jetzt 3 Bewohner wieder dazu kommen. Das ist Wahnsinn. Klick, schnell bauen. Oh, da scheinen wir irgendwas verkauft zu haben. Richtig krass viele Leute, wa? Also ist ja Wahnsinn. Viel blockiert. Viel Wasser drin. Keine Ressourcen fahren. Mhm. Steine haben wir mehr als genug Seekraft. Wer kauft denn überhaupt? Unser Stein. Der hier, der erste. Kauft Steinblöcke. Was hier? Kauft Steinblöcke? Der kauft keinen Stein. Er kauft auch Steinblöcke. Dann haben wir noch keinen Stoff gekauft. Das wäre jetzt aber doof, wenn wir noch keinen Stoff gekauft haben. Wir brauchen Stoffe, Leute. Kann sie? Das wär's. 5 Stück kaufen. Ist da Bestand? Hm. Na gut. Also das wäre mir persönlich schon ein Anliegen, ne? Wenn wir dann irgendwie das kriegen würden, den Stoff. Hatten wir auch immer kein Gold, wenn der Händler da war. Aber es macht auch gar keinen Sinn, weil wir kriegen auch Gold. Handel, Konstruktion, Unterhalt, Territorium. Territorium ist jetzt
Nicht ganz so toll. Wartungskosten. Die wöchentlich benötigte Menge an Gold für den Unterhalt. 10 Gold. Okay. Ah? Ah, wie sieht es jetzt hier mit dem Feld aus? Machen wir das Erntefeld noch ein bisschen größer. So. Abbau. Hat sich jetzt gerade unser Feld resettet, weil wir das Erntefeld aktualisiert haben. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja krass. Ja, gut, merken wir uns, Leute, ne? Also niemals hier und so, ne? So, die kloppen hier schön. Wunderbare Sache, ja. 82 von 100 Erz haben wir. Das passt. So, und was haben wir denn auch da? Leute, könnt ihr noch so ein zweites Lager hinbauen, ne? Aber wollen wir ja nicht. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hat es an? Einrasten an. Gut. 90 von 100. Na, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen warten, bis die Gebäude ja alle fertig sind. Stoff, wie war das? Wann konnten wir das? Warenproduktion hier, ne? Schäferei, Wolle, genau. Dazu brauchen wir einen gemeinen. Hey. Alles wollen wir hin. Ich sag mal. Meisterwerk Springbrunnskulptur. Euer geschickter Umgang mit Lebensmitteln während des schlechten Wetters hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten zu Ehren dieses Ereignisses ein Meisterwerk Springbrunnskulptur bauen. Optionaler Bonuseffekt. Die Wartungskosten dieses Gebäudes wird um 50% reduziert. Baubedingungen, Mindestanzahl nicht dekorativer Teile, Meisterwerk abgeschlossen. Sehr wohl. Schaut, das schlechte Wetter ist vorüber. Welch eine Erleichterung. Gut. So, was für eine Skulptur wollen Sie jetzt hier bauen? Meisterwerk. Mhm. Ja. Zack. Ach, Marmor kostet uns das. Kleiner Sockel. Achteckiges Becken. Ach, das kostet ja denn nur Gold. Ach, das geht ja denn. Junge. Okay, alles klar. Weg. Löschen. Brot ist. Unser Brot ist schon mau, muss ich sagen. Bitte frage, warum haben die das hier noch nicht gebaut? Nee. Okay, dann haben sie es halt nicht gebaut. Ui. Ein Eisen aus Kohle und Eisen. Ja. 1, 2, 3 Köhler. Die stellen wir auch noch hier ein. Ressourcen haben sie alle da. Okay. Gut. Und du stellst mir den Werkzeug her. Werkzeug aus Kohle und Eisen. Passt. 5 Arbeitslose. Ist okay. Sieht auch schön aus hier. Das dicke Schmelzbecken, ja. Boah. Jetzt hier dreimal draufhämmern und dann wieder abhauen. Das kann ich hier aber auch irgendwie nicht verstehen. Bin ehrlich.
Dann so Brot geht dann schon zu Neue, muss ich sagen. So, machen wir es so. Holzhäller werden dann schön direkt da dran gebaut. Abbaugebiet. Ist auch okay. Ich hätte auch gerne mal die Bäume wegmachen. Ja. Aufforstung. So, hier schöne breite Fläche hier. So. Hätten wir das. Ja, kann der Förster hier in seinem Forsthaus hier alles aufforsten, dann wird alles gefällt. Das wird auch alles gefällt. Okay. Konnte Kohl nicht erreichen. Was? Also Kohl. Cool. Ah ja. Ein Boot, den hätte ich denn da. Wieder rennt hier, ey. Digga, was ist los? Fisch, 20 Fisch, okay, zu Königreich. Klerus, komm, Klerus und dann. Geledigt. Gut, 200 Gold haben wir gekriegt, jetzt haben wir 500. Beförderung haben wir verfügbar. Förderung zu Gemeiner. Okay. Förderung zu Leibeigner 760. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die Frage ist, ob uns das was bringt oder nicht. Ne? Na gut. Lassen wir erstmal noch. Dann schauen wir mal. Ja, dann warten wir mal noch bis hier. Ich denke für das zeigt, aber ich schmied hier. Zwei Schmiede. Wenn ihr eingestellt. Hervorragend. Ja, Leute, dann würde ich sagen. Wartet hier erstmal bis dato. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Denn wenn wir dann unseren ersten bürgerlichen. Oder unseren ersten Leibeigenen befördern zum Bürgerlichen und dann weitere Gebäude bauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und danke an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bewertet gerne das Video, schreibt in die Kommentare. Bleibt vielleicht sogar mit einem Abo am Start, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich mega freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und sage bis dahin, tschüss.